Cute Baby Milay, der Kanal für Kinder. Hallo. Hallo! Heute gibt's mal wieder ein neues Video. Heute machen wir für euch wieder mal eine Fanpost auf. Genau, 8 Briefe haben wir diesmal. Diesmal 8. Ja, 2 Stück mehr, weil wir kommen sonst nicht mehr nach. Wir haben noch Haufen Briefe rumliegen. Wir freuen uns immer, aber irgendwie kommen wir nicht nach. Aber wir fangen sofort an. Milay zieht mir einen Brief raus. Ich mach's auf wie immer. Okay, hier ist ein Brief von der Vanessa. So, liebe Vanessa, danke schön. So, Milay tut's raus. Oh Mann. So, da, was haben wir denn alles von der Vanessa? Aufkleber. Disney. Cool. Die Vanessa hat uns... Radierer. Ui, was für ein Radierer? Was ist das für ein Radierer, Milay? Monster High. Die Vanessa hat uns Haufen Aufkleber geschickt mit Disney und so weiter und Blümchen und einen schönen Radiergummi von Monster High für die Milay, für die Schule. So, dann lese ich mal den Brief vor. Da steht, hallo Milay, ich liebe deine Videos, echt toll und auch lustig. Viele Grüße, eure Vanessa. Oh. Liebe Vanessa, vielen lieben Dank für deine Aufkleber und den Radiergummi. Das hast du toll gemacht. Danke. So. Machst du bitte gleich mal auf. Nächstes Brief ist von der Janina. Janina hat uns geschrieben. So. Oh. Janina. So schaut ihr Brief aus. Schön lang. Und sie schreibt, liebe Milay, du bist echt eine kleine süße Maus. Ach so, sorry, hab mich vergessen vorzustellen. Also, ich heiße Nina, bin 13 Jahre alt und bin geboren am 22.04.2002. Ich gucke jedes Video an, es macht immer wieder riesengroßen Spaß. Ich finde deine Familie super toll und dass ihr über 25.000 Abonnenten finde ich super toll. Ich glaube, dass ihr noch die 1 Million schafft. Oh, das hoffen wir auch. Ich habe auch einen Kanal, der heißt Ninas Hamsterwelt. Ich mache auch Videos. Ich habe zwar 23 Abonnenten, ist für mich aber schon voll viel. Mich würde es total freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Hab euch lieb, liebe Grüße, Nina. PS, tut mir leid wegen der schiefen Schrift. Hab LRS, deswegen ist es leider so. Das macht gar nichts. Na klar, schreiben wir euch noch ein paar. Das macht überhaupt nichts, deine Schrift. Wir freuen uns, egal wie ihr schreibt, schön, schlampig, Hauptsache ihr schreibt uns. Liebe Nina, dein Kanal kenne ich, ich war schon drauf. Ich habe sogar abonniert und kommentiert. Ich hoffe, du hast es gesehen. Ich kann mich gut erinnern. Und vielen lieben Dank für deinen Brief. Das hast du super gemacht und eine Riesenfreude. Danke dir. Ich kruste rum. So. Oh, hart. Da steht nächster Brief. Kein Absender. Da steht bloß drauf, dürft ihr vorlesen. Sag mal, ey. Schön. Da ist deine Finger drauf. Ja, ich wollte dir helfen. Och nee. So. So dick. Jetzt pass da. Auf, Mann, da kommt das raus. Ich muss erst mal schauen, was da steht. Dürft ihr vorlesen. Also, machst du auf, oder? Ja. Oh, ein Mandala hat sie hingeklebt. So, dieser Brief ist von der Annika. So groß, mit einem Mandala hat sie hingeklebt. Da steht, hallo liebe Milay, ich bin Annika, 13 und gehe in die 8. Klasse. Wow, eine große. Eine Realschule. Ich finde es toll, wenn du mehr Hausaufgaben Videos machen könntest und mal ein bisschen Videos über euer Katzen, Smokey und Silas. Super, da hast du den Namen gut merken können. Ich habe auch 3 Katzen. Ben 1 Jahr, Molly 7 und Kater, ein Streunerkater, von dem wir das
alte Leute nicht wissen. Einen YouTube-Kanal habe ich nicht. Wie alt war Mille eigentlich in ihrem ersten Video? Und was genau ist eigentlich mit Millens Arm gewesen? Liebe Grüße, Annika. Ein Ausmalbild für Mille. Liebe Annika, die Mille ist 6 Jahre alt und im ersten Video war sie, glaube ich, so 4 Jahre alt. Nein, 5. 5? Ja, 5. Okay. Das war das Supersand-Video. Da warst du 5? Ja. Okay, Mille sagt, sie war 5 Jahre alt. Okay. Da hatten wir das Supersand, ja. Okay. Ach, Supersand hat sie erst gemacht. Okay. Mille, ihr Arm, sie ist auf ihren Ellenbogen gefallen im Kindergarten beim Balancieren und hat sich natürlich ihren Ellenbogen gebrochen und der musste operiert werden. Eine Schraube ist reingekommen, damit der Knochen auch zuwächst. Und nach 2 Monaten hat man ihn wieder rausgemacht. Es ist alles gut, alles heile und Mille ist glücklich. Nur eine kleine Narbe ist übrig geblieben. So, liebe Annika, unsere Katzenvideos kommen bald. Ich habe die Katzen nämlich schon ein bisschen gedreht. Ich hoffe, es wird was. Und vielen lieben Dank für deinen Brief nochmal. Und meine Freundin wurde auch schon mal notoperiert. Oh, Milles Freundin wurde auch schon mal notoperiert. Also, Not ist dann noch gefährlicher. Zeig nochmal schnell. Warte. Oh. Diese Mille, diese... Wie vor... Dieser Brief hier ist von der Michelle. Die hat schöne Blümchen drauf gemalt. So, liebe Michelle, wir machen es mal auf. Also, da steht, in dem Brief von Michelle steht, kannst du ein Video davon machen? Ja, kommt vor. Super, so schaut ihr Brief aus von der Michelle. Und zwar... Dürfen wir das Brief vorlesen, Mausi? Ja. Also, da steht, liebe Mille, das ist mein erster Brief. Ich hoffe, dir gefallen die Sticker. Vielleicht kann ich dich mal besuchen. Ich wohne in Lüdenscheid, du in Augsburg. Wenn ich euch mal besuche, spielen Mille und ich verstecken. Liebe Grüße, eure Michelle. Liebe Michelle, das ist sehr lieb von dir. Ich weiß zwar nicht, wo Lüdenscheid liegt. Ich denke mal, das ist ein bisschen weiter weg von uns. Und wir hoffen, dass wir euch mal irgendwann treffen können, weil ich bin auch so neugierig. So, Della, du hast fürs erste Mal wirklich einen super schönen Brief geschrieben. Das finde ich klasse von dir. Den haben wir sogar gekriegt, deinen allerersten Brief. Und da sind drin, mei, sie hat uns Muscheln reingetan. Sie hat uns, was ist das? Was ist das? Oh. Ein Sticky? Mille, was ist das? Ein Sticky? Der klebt. So schaut er aus. Und dann hat sie uns... Oh nein! Mille hat einen schönen Ring bekommen mit Blümchen. Au! Okay, wir lassen es jetzt dran. Das hat weh. Dann hat sie uns so kleine Sachen geschrieben. Sie hat ihre Adresse da drauf geschrieben. Da hat sie geschrieben, super Kanal. Sie hat... Schöne Sachen gebastelt. Muss ich euch mal zeigen. Und dann sind Haufen Sticker drin. Oh, das ist eine Füllerpatrone schon für ihren ersten Füller. Und dann natürlich Haufen Sticker hat sie uns reingetan mit verschiedenen Motiven. Und die Michelle hat uns einen Pflaster reingelegt, einen Kinderpflaster. Super! Liebe Michelle, wir sagen vielen lieben Dank für den Brief. Total viel auch. Total viel Sachen waren drin. Oh, ich wünsche dir viel Glück in der Schule, Mille, das haben wir total vergessen. Ein Block, Notizhaftblock. Super. Milena. Fast wie Mille. Schaut, ja genau, fast wie Mille, Milena. Gell, Mausi? Am Anfang kommt eine Mille. Super, Mille kennt sich schon aus mit Buchstaben. Wo ist mal raus? Oh, mal gucken. Super. Schau mal. Da ist ein Foto drauf, den muss man zumachen. Also, ich werde jetzt so machen. Milena hat uns ein Foto noch drauf geklebt, den muss ich wegtun. Ich zeige den Brief einfach mal so. Und dann hat sie schöne Sticker darunter geklebt und gemalt. Zeig mal kurz das Foto hier. Ja, du kannst mal gucken. Eine süße Maus.
Wie alt ist die? Jetzt schauen wir mal. Mama. Die liebe Milena schreibt: Hallo Mille, ich bin Milena. Ich schaue deine Videos und finde sie sehr gut. Ich will deine Freundin sein. Du auch? Kannst du für mich ein Video machen und mir dein Haus zeigen? Liebe Milena, wir machen Videos für euch. Das Problem ist, das Haus will ich noch nicht so ganz zeigen. Wir haben ja so viele Zimmer schon gezeigt. Aber ich verspreche dir, das Zimmer, Arbeitszimmer von unserem Papa, wo er die Videos macht, den zeigen wir euch noch. Liebe Milena, vielen, vielen lieben Dank und schönes Foto war dabei. Und ich glaube, ein kleines Schmetterling, der ist vom Brief abgefallen. Unser nächster Brief kommt von der Vanessa. So, Dala, Milena, soll ich aufmachen wieder? Jetzt komm. So. Ei, Geld zum Spielen, Geld. Oh Mann, kann echt Geld. Ein schöner Radiergummi, Monster High. Also wir brauchen keine Radiergummi mehr kaufen. Die kriegt sie ja geschenkt von euch. Sehr super. Und Tattoos sind es, Milay. Tattoos sind drin. Und Spielgeld für die Milay. Und Aufkleber. Und dann hat sie uns einen netten Brief geschrieben. Halt. So, ich zeige euch mal. So schaut dieser Brief aus von ihr. Da steht: Hallo, ich heiße Vanessa. Der Brief ohne Namen war von mir. Ich finde euren Kanal gut. Alles Gute nachträglich zu Milay. Liebe Vanessa, vielen, vielen Dank für deinen Brief und deine Geschenke. Was soll das bedeuten? Super Sachen. Ein Herzchen hat sie gemacht. Nein, das. Das sind Ausrufezeichen, Milay. Das lernst du noch. Okay, danke dir. Ich bin reich. So, Milay ist reich. Von der lieben Nathalie. Von der Nathalie? Nathalie heißt sie. Hast du auch nie, Milay? Guck. Nathalie. Ja, da ist ein L-I. Milay übt gerade Buchstaben. So, Mausi, mach mal schnell. Immer gib, gib mir einen Brief und du nimmst das andere, okay? Da. Ja, Sticker Party. Und zwar sind Sticker drin. Milay, was ist das? Philly? Ja. Milay sagt, das ist Philly Sticker. Super. Und ein Ei. Du kannst richtig schön zeichnen. Oh, die kann echt schön zeichnen. Schön. Schön hat sie das gemacht. Cool. So schaut der Brief aus. Milay. Unsere liebe Nathalie schreibt: Was? Hallo liebes Cute Baby Milay Team. Ich bin Raven Queen aus YouTube und heiße in echt Anastasia. Okay. Anastasia. Ja, da stand Nathalie. Egal. Ich bin 12 und wurde am 27.10. 13 Jahre alt. Auch eine große. Ich schaue mir jedes einzelne Video von euch auch an, weil die immer perfekt sind. Ich liebe besonders Monster High und Everhafter High. Ich habe aber vor, mal über alles mögliche Videos machen zu können. Ich bin in der 6. Klasse Realschule. Ich möchte aber ein ganz tolles Lob für Mama, Papa, Bruder von Milay und Milay geben. Ihr seid eine echt tolle Familie. Es wäre cool, wenn ihr mal eine Candy Challenge machen würdet mit russischen Süßigkeiten. Okay? Ihr könnt damit rechnen, dass ihr von mir Fanpakete bekommt. Macht weiter so. Bitte grüßt jetzt im Video Schmetterling 121314 MSP aus YouTube. Du bist gegrüßt. Ich werde für immer eure Videos anschauen, weil sie nie langweilig werden. Ich habe für euch ein extra Bild gezeichnet. Und zwar ist das von Ever After High, Ashley und Ella. Serie Fairest on Ice. Oh, super. Anastasia, das hast du echt super gemacht. Ja, du hast super gezeichnet. Das mit dem russischen Candy Challenge. Ich weiß nicht, wo ich hier russische Süßigkeiten bekomme. Es kommen immer Anfragen. Ich bemühe mich und schaue immer die Läden, ob da irgendwas gibt. Und wenn ich was finden sollte, mache ich das sowieso für euch. Dankeschön. So, jetzt kommt unser letzter Brief. Da steht, dieser Brief ist von der Elif. Hallo Elif, wir machen deinen Brief auf.
Warum sagst du Ach so. Elif? Die heißt Elif. Elif? Weil sie Elif heißt. Elif? Bei meiner Oma gibt es auch eine Elif. Ja. Die gibt auch eine Schule 1a. 1b, ihr seht, da ist A. So, da la. Oh. Ui, die hat das aus. Oh. Wow. Mein. Alter. Mein Alter. Oh. Das hat sie aber schön nicht wegmachen. Das hat sie doch extra hingeklebt, Mausele. Die Elif hat Monsterhai-Sticker, aber wie viele gleich auf eine Glassichthülle geklebt als Sammlung. Das ist ja mal super Arbeit. Elif, das hast du super gemacht. Danke dir. So, was steht in dem Ihr dürft den Brief vorlesen. So schaut's aus. Vom Elif. Oh, da steht. Elif, schaut schon mal die Sticker an. Hi, Cute Baby Millet. Ihr macht wirklich so coole Videos. Könnt ihr wieder was von der Japan-Grät basteln? Es macht so Spaß. Ich würde mich freuen. Von Elif. Okay, und dann steht, Millet, du bist süß. Ihr sollt unendlich Abonnenten bekommen. Liebe Elif, vielen lieben Dank. Wir hoffen es auch. Und da steht, ich entschuldige, ich hatte keine Zeit. Das macht nichts, du hast das echt super gemacht. Wie gut, Baby, wieder Logo drauf. Dankeschön. Japan-Crate basteln, natürlich. Unser nächste Japan-Crate-Box kommt ja. Und da wird bestimmt wieder was rauskommen. Und den machen wir dann natürlich wieder. Millet ist mit Monster High beschäftigt. Das interessiert sie jetzt gerade, Millet. Das ist toll, gell? Okay. Also, wir sagen erstmal Tschüss. Danach macht Millet hier weiter mit ihren Stickern. Die hat schon einen auf ihrem Mund. Immer wieder Millet. Also Millet, wir sagen mal Tschüss. Wir sagen Tschüss und wir sagen bis zum nächsten Fanpost-Video von mir. Tschüss. Au. Tschüss.